Hallo und herzlich willkommen. In diesem Kurzclip geht es darum, dass ich euch unser neues Balzer Kombi Carolina und Texas Wick vorstellen möchte. Kombisystem deswegen, weil ich den Stopper hier beliebig hochziehen kann und natürlich dann mit meiner Vorfachlänge variieren kann. So hätte ich dann mein Carolina-System, ziehe ich den Stopper weiter runter, habe ich natürlich ein Texas-System. Ziehe ich den ersten Stopper runter, hätte ich quasi eine Festbeimontage mit beweglichen Haken, den die Raubfische natürlich auch spielend leicht einsaugen können. Gehalten haben wir das ganze System auf einer Länge von ca. 50 cm, weil wir denken, dass wir hier genug Spiel haben, um uns auch die dementsprechende Vorfachlänge oder die Lieblingsvorfachlänge, die ist ja von Angler zu Angler verschieden. Ich nutze da gerne 30 cm, auch 40, 50. Wenn ich einen Hänger kriege, habe ich einfach die Möglichkeit, kein ganzes System auszutauschen, sondern das Vorfach etwas zu kürzen. Zu den fertigen Systemen, die es dann zu kaufen gibt, haben wir uns auch gedacht, wir packen zwei Akiri-Würmer da rein aus dem Shirazu-Programm, weil ich der Meinung bin, dass sie jeden Angler ansprechen und ich persönlich darauf sehr, sehr viele Fische fange. Jetzt sind wir bei der Köderführung angelangt. Und als erstes möchte ich euch die Führung, so wie ich sie fische und auch viele andere, vom Carolina-System einfach zeigen. Dazu muss ich natürlich erstmal auswerfen. Ich habe mir das System jetzt eingestellt, circa hier 20 cm und nach oben hin nochmal 5, dass wir hier schön Spiel haben. So, werfen wir mal aus. Schön locker, ich brauche jetzt hier keine Distanzwürfe. Natürlich den Köder an gestraffter Schnur absinken lassen. Wenn wir nicht zu erwarten haben, dass die Fische auf Distanz stehen, dann lasse ich den Bügel auch gerne schon mal auf. Und wie folgt, nehme ich jetzt erstmal Spannung auf und jig den Köder an. Schick den mit zwei Schlägen, sodass ich immer spüre, dass das Geschossblei gegen die Perle knallt. Ganz leichte, sachte Schläge, die reichen völlig aus. Ich muss nicht derbe in die Rute jicken. Hin und wieder gehe ich auch mal hin und lasse den Köder dann für 2 Sekunden liegen, einfach um den abtaumeln zu lassen. In der Phase kann es auch passieren, dass man einen Tuck erzielt. Man kann auch variieren in den Schlägen, in denen ich zum Beispiel auch nur einen mache. Wenn je näher ich wieder den Köder zu mir führe, ist natürlich der Winkel etwas anders und ich kann auch nur einen Schlag machen. Kugelumdrehung, Schlag ein, Kugelumdrehung, lass ihn absinken. Zack. Das System ist immer noch an Ort und Stelle und so geht es dann weiter. Ja, speziell mit den amerikanischen Methoden, die immer mehr zur Mode kommen, haben wir auch unsere Texas und Carolina Route von Balzer aus der Pro Stuff Serie dabei. Und die Route erfüllt natürlich auch alle Komponenten. Sie ist nicht zu weich, nicht zu hart. Im Drill auch schön parabolisch, dass man auch mit großen Fischen Parole bieten kann. Und meiner Meinung nach ist es genau für diese speziellen Systeme genau die richtige Route. Ja, den ersten haben wir jetzt auf unserem System. Ich weiß noch nicht, was das ist. Hat auf jeden Fall schönen Druck. Schöner City. Schöner City. Ui. Ja. Genau. Setti, ich schätze mal so Mitte 50 auf unserem Regal Shed in Grundel Design, ist auch einer meiner Lieblingsfarben und die fische ich hier genauso wie am Niederrhein. Ja, auf Carolina.